14. Juli. Camillus von Lelis. Camillus von Lelis stammte aus dem italienischen Abruzzo. Dort wurde er am 25. Mai 1550 in Bucchianico geboren. Mit 18 Jahren war er bereits Soldat. Bis 1574 kämpfte er im venezianischen Heer gegen die Türken. Menschlich verkam er zusehends. Der Sucht des Glücksspiels verfallen, verlor Camillus alles und landete zeitweise als Bettler auf der Straße. Ein Eintritt in den Kapuzinerorden misslang aufgrund seiner Kriegsverletzungen. In Rom fand er schließlich Beschäftigung als Krankenpfleger. Das Wirken bei den Kranken brachte dem Leben einen neuen Sinn. 1579 übernahm Camillus die Leitung des St. Jakobus-Spitals in Rom. Sein geistlicher Führer, der heilige Philipp Neri, 1515 bis 1595, riet ihm, Priester zu werden. 1584 wurde Camillus von Lelis zum Priester geweiht. Nun verband er sein priesterliches Wirken mit der Sorge um die Kranken. 1586 gründete Camillus von Lelis die Gesellschaft der Diener der Kranken. Der neue Orden war durch ein rotes Kreuz auf dem Priestertalar kenntlich. Die junge Gemeinschaft verdiente sich ihre Meriten in der Typhusepidemie Roms von 1590. Im folgenden Jahr wurde die Gemeinschaft, deren Mitglieder bald nur noch Camillianer genannt wurden, päpstlich genehmigt. Am 14. Juli 1614 starb Camillus von Lelis in Rom. 1742 wurde er selig und 1746 heilig gesprochen. 1886 wurde er zum Schutzpatron aller Kranken und Krankenhäuser erklärt. Leib und Seele leiden zusammen. Krankheit ist eine Störung des Organismus, Funktionsstörung, Beeinträchtigungen und Einschränkungen des leiblichen oder seelischen Wohlbefindens bringen das Leben aus dem Gleichgewicht. Wenn der Körper leidet, leidet auch die Seele. Wenn die Seele leidet, leidet auch der Leib. Der heilige Camillus von Lelis hat das, weil selbst durchlitten, erkannt und sich selbst deshalb der ganzheitlichen Sorge um den Menschen verschrieben. Auch wenn man nicht krank ist, hat man sich um Leib und Seele zu kümmern. Die Vernachlässigung ist unchristlich. Es gibt bereits zu viele Menschen, die deshalb nicht mehr im Einklang mit sich, ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt stehen. Nicht vergessen, Christen ersehnen sich naturgemäß die Vollendung des Lebens und die beginnt nicht erst im Himmel.